Götze. 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 Yes! Eine Einzelaktion. Nachdem all diese kleinen Kombinationen nicht gefruchtet haben. 28. Minute, Deutschland führt endlich. Mit der 9. Chance dann das erste Tor. Das ist Hummels und Götze, eine Dortmunder Co-Produktion. Da lässt der 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blaue stehen. Und macht sein drittes Tor für Deutschland. Technisch klasse gemacht. Kleine, kurze Schritte. Und da kann selbst ein Gunnar Nielsen jetzt nichts machen. Özil tritt an. Zwingt Müller zu einem Sprint. Hummels ist mit vorne. Özil! Ein Kontertor im eigenen Stadion. Mesut Özil. Da war Platz. Da kommen die technischen Fertigkeiten zum Tragen. Und nach einem Eckball von den Färöern geht's los über Khedira, Özil, Thomas Müller. Und die vierte Station, da ist er wieder da, Özil. 54. Minute, 2:0. Der Konterversuch aber unterbunden von Lahm. Reus. Schön gespielt, Özil! Doppeltorschütze! Doppeltorschütze, Mesut Özil, 3:0. Er war ein bisschen blass in der ersten Hälfte. Es hat sich angedeutet, dass in der zweiten ein richtiges Rollen kam. Die Balleroberung kam von Lahm. Der Assist, der entscheidende Pass von Marco Reus und durch zwei heranstürmende Fähringer Verteidiger zwischen Nes und Färö. Das 2:0 durch Mesut Özil.